Hallo, liebe Leute, es ist mein Geburtstag. Richtig, und herzlich willkommen zur Leni und Toni Show Nummer 176. So sieht's nämlich aus, dieses Mal live aus Frankreich. Richtig. Prost auf euch alle und an dieser Stelle schon mal danke für all eure Glückwünsche, die ihr mir heute geschickt habt. Es ist unglaublich, wie viele an mich denken. Ich kann das, also ich bin wirklich ganz, ganz, ganz gerührt darüber. Deshalb danke, danke, danke schön. Also, wir sind jetzt in dem Baume-le-Dam angekommen. Wir sind losgefahren und Toni hat Urlaub und da haben wir uns gedacht, okay, wir haben gesagt, wir fahren das erste Mal wieder, wenn wir fahren dürfen, nach Spanien. Und jetzt sind wir auf dem Weg und sind jetzt erstmal hier hängen geblieben, weil wir diesen Platz einfach kennen und weil wir wissen, dass wir hier gut stehen und schlafen können. Und jetzt habe ich heute Morgen Geschenke bekommen. Ja, erstens, weil es ist ja Geburtstag. Ja, erstens mit dem Wohnmobil durch Spanien und an der Mittelmeerküste entlang und aber auch mit dem Wohnmobil durch Frankreich. Und natürlich habe ich da drin geblättert und habe jetzt hier schon tolle Sachen entdeckt, was mich zweifeln lässt, ob wir überhaupt bis nach Spanien kommen, weil ich hier schon so viele Sachen auf der ganzen Strecke bis nach Spanien gefunden habe. Ja, wir werden sehen, wo es uns hin verschlägt. Ich wollte nur noch mal ganz kurz noch mal auf unsere Batterie zurückkommen. Wir standen jetzt 3 Tage auf einem Platz ohne Strom und hatten jetzt heute früh nur noch 20% in der Batterie. Und es hat trotzdem immer noch alles funktioniert. Also mit diesen Lithium-Batterien ist das einfach nur genial. Das nur mal am Rande für jemanden, der noch unschlüssig ist. 20% Füllstand und alles hat funktioniert. Wechselrichter, Kaffeemaschine, alles. Aber wir können dazu sagen, wir standen wieder in Ulm, weil jetzt war der endgültige Umzug vom Kartenleser. Und wir sind einfach, als wir angekommen sind, auf den Ausweichplatz gefahren, direkt, weil wir noch das Umzugsauto dabei hatten mit allen Sachen drin, die man so hat, wenn man... War spannend. Es war sehr spannend, aber es hat alles 1A funktioniert und der Platz ist, wie gesagt, einfach großartig. Und wir haben es auch geschafft, euch einen Stellplatzbericht zu drehen. Der kommt dann irgendwann nach dieser Leni und Toni Show. Da müsste Toni allerdings im Urlaub noch Video schneiden, aber mal schauen. Und ja, also wir standen wieder in Ulm. Und es war wieder so spannend wie das letzte Mal. Auf dem Ausweichplatz gibt es ja keinen Strom. Und es war wieder so spannend. Ich glaube, bei 70% waren wir beide schon so, und bei 40 dann so, und dann fingen wir schon an, Strom zu sparen. Also wir können das vielleicht nicht anmachen, ja, und das nicht, ein bisschen vorsichtig, ja, und so weiter. Man achtet ja da ein bisschen drauf. Ja. Und dann waren wir heute Morgen bei 20% und das hat gereicht. Wir sind sehr glücklich auch damit. Na, auf jeden Fall. So, und jetzt feiern wir Geburtstag, liebe Leute. Danke, schönen Abend und bis morgen früh, würde ich sagen. So, Freunde, es ist der nächste Morgen und entgegen der unseres eigentlichen Vorhabens, dass wir ja ruckizucki runter wollten Richtung Warm, haben wir jetzt hier nochmal einen Stopp gemacht an den Wasserfällen der Hérisson, So, ja, und jetzt gucken wir mal, wo das hier ist. Das soll spektakulär sein. Haben das Auto oben abgestellt, haben einen Parkplatz und laufen jetzt mal und wandern da mal durch die Schluchten, keine Ahnung, wir werden sehen. Ja, man sagt, ich habe gelesen, wie gesagt, ich habe gestern ein Buch geschenkt bekommen mit dem Wohnmobil nach Frankreich. Und natürlich habe ich gleich aufgeschlagen, wo wir sind. Und dann standen diese Wasserfälle hier als die schönsten Wasserfälle des Jura-Gebirges da und als ein Ziel ersten Ranges. Und so, wir hier 100 Kilometer von hier entfernt haben uns gedacht, jetzt machen wir das auch mal. Na klar, das machen wir mal mit. Ein Tag mehr oder weniger im Jura. Pah! Ist doch auch gut. Los jetzt! Das ist der Hauptwasserfall sozusagen. 35 Meter in die Tiefe, von da oben bis hier runter, ist schon mal nicht so schlecht. Wir stehen hier übrigens auf dem Parkplatz an so einer Käserei. Wir sind immer den Schildern gefolgt, Richtung hier zu den Kaskaden. Und dann kam einfach an der Käserei schon ein Parkplatzschild. Da habt ihr eben gesehen, da passen Wohnmobile hin. Wenn ihr also auch hierher fahren wollt, am besten da anhalten. Und dann ist es, wir sind keine 5 Minuten gelaufen, jetzt so ein kleiner Schotterweg und dann waren wir gleich hier. Und jetzt schauen wir mal, weil das zieht sich ganz schön lang
Und auch der Wanderweg, da braucht man wohl 3-4 Stunden für, wenn man das komplett läuft. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ja. Auf jeden Fall macht es euch gemütlich. Ihr könnt die Füße hochlegen. Wir laufen für euch und ihr esst Chips. Kaum 45 Jahre alt, habe ich meine Höhenangst überwunden und wir stehen hier auf so einer mega Aussichtsplattform, die wir gefunden haben. Ihr müsst einfach, wenn ihr hier hoch wollt, an diesem großen Wasserfall vorbeigehen und dann immer bergauf. Ihr kommt dann auf noch einen anderen Parkplatz, dann ein Stück an der Straße entlang laufen, wo ihr erstmal denkt, das kann nicht gut gehen, aber das geht gut, da ist auch ein Trampelpfad neben. Und dann kommt ihr hier hin und könnt von hier oben da runter gucken. Wenn ihr mutig seid. Aber geht auch noch ein bisschen runter. Ja, und man kann hier unten kann man durchgucken. Ja. Und so. Aber ja. Wie gesagt, ich habe heute meinen mutigen Tag. Vielleicht wird es ein ganz mutiges Jahr sogar. Oh. Wir sind jetzt immer am Wasser entlang gelaufen. Das bietet sich hier nämlich an. Es ist ein wunderschöner Spaziergang durch den Wald. Also wir waren jetzt ziemlich weit, aber jetzt können wir nicht mehr und haben gedacht, wir müssen das alles auch noch wieder zurücklaufen und deshalb haben wir umgedreht. Ihr könnt hier stundenlang wandern gehen. Wir haben aber unterwegs auch noch festgestellt, dass es einen kleinen Rundweg gibt zurück zur Fromagerie und den werden wir jetzt einschlagen. Dann müssen wir jetzt hier nur ein Stück zurück, dann über die Brücke und dann, glaube ich, geht es steil bergauf. Ah, das sehen wir gleich. Wir haben es geschafft, wir sind wieder da. Es war gar nicht so anstrengend rückwärts. Nein, wir haben ja auch eine Abkürzung genommen. Also man kann ja auch eine ganz große Tour, insgesamt 8 Kilometer. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier gibt es auch Wege mit für Kinderwagen oder Rollstühle. Ja, das ist zwar auch ein bisschen holprig, aber es geht. Und der Rest ist halt dann wirklich zu Fuß und mit ordentlichem Schuhwerk. Das wäre schon wichtig. Auf jeden Fall, aber es lohnt sich. Wenn ihr hier in der Gegend seid, macht unbedingt ein Abstecher. Es ist praktisch an der Route von Nord nach Süd. Also eigentlich kann man hier gut langfahren. Halt Landstraße und sehr kurvenreich, sehr, sehr schön aber. Ja. Also, ich würde es nochmal machen. Ja, klar. So sieht es übrigens aus hier. Also wir sind von da gekommen. Ich habe gerade gar keinen Plan, wie die Orte hießen. Vom Lac d'Illet, würde ich sagen. Jo. Zu Deutsch Illaisee. Da sind wir hergekommen, da sind wir dran vorbeigefahren, das ist der, den habt ihr wahrscheinlich eben schon gesehen. Und dann sind wir hier drauf zugestoßen, wie gesagt, immer den Schildern nach. Es gibt aber verschiedene Parkmöglichkeiten, ihr könnt es eigentlich nicht verfehlen. Und dann eben auch immer verschiedene Einstiege, um da lang zu laufen. Es ist alles super gut ausgeschildert, ihr schafft das. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben gestern Abend zu unserem großen Glück noch einen Stellplatz gefunden. Ja, ja, großes Glück. Also ich meine, wir finden ja immer ein Plätzchen. Aber so ein schönes. In einem Village Fleury heißt es, glaube ich. Du sagst es anders. Ja. Du sagst Wilde Fleur. Wilde Fleur. Wir sind hier um die Ecke gekommen. Also dieser Stellplatz ist von Camping Car Park. Und da sind wir schon vor 3 Jahren. Haben wir die entdeckt. Vor 2 Jahren haben wir diese Plätze schon angefahren. Man muss sich einfach, wir haben euch das schon erzählt, eine Karte kaufen, also gegen Pfand. Man muss sie aber natürlich kaufen, weil irgendwie gibt es das Geld niemals mehr zurück.
Aber die Karte ist noch gültig, da waren noch Guthaben drauf und mit dieser Karte hat man halt Zugang zu den Plätzen. Die sind mit einer Schranke zu und das kostet hier 11 Euro die Nacht. Wenn nicht genug auf der Karte ist, muss man das aufladen und so weiter. Und auch unser großes Glück oder zu meiner großen Freude gefällt es hier Clara auch, wie wir sehen. Auf dem harten Boden, Mädchen. Ja, kann man machen. Ja, der juckt Fell. So. Also zu meiner besonders großen Freude funktioniert die App viel besser als vor 2 Jahren, wie ich feststellen konnte. Und die haben auch das Angebot an Plätzen nochmal mordsmäßig erweitert. Also vor 3 Jahren war es sehr, sehr wenig. Vor 2 Jahren war es schon deutlich mehr an Plätzen. Und jetzt ist es, also wenn man die Karte aufmacht, ihr könnt mal gucken, ich verlinke euch das in der Infobox. Und wenn ihr hier seid, die Plätze sind immer toll. Wir haben noch nie schlecht gestanden. Man steht hier total ruhig am Ortsrand von diesem hübschen Ort, den wir uns gleich noch angucken werden. Du guckst mich so an, als ja. Es ist toll einfach und wir sind glücklich und Campingcar-Parkplätze sind super. Nein, die funktionieren einfach, ja. Das ist halt das, was Leni einfach sagen wollte. Die funktionieren, die sind sauber, die sind gepflegt. Guckt euch das hier an, ja. Diese Parzellen hier jetzt zum Beispiel mit diesen Hecken zwischendurch, das hat man nicht überall. Versorgung, Entsorgung, Strom ist dabei, alles für 11 Euro, kannst nicht meckern. Wir gehen jetzt mal gucken. Was jetzt? Nach den Blumen, weil Village Fleury, das ist ja, wir sind hier durchgefahren bei diesem fantastischen Sonnenuntergang gestern und überall so viel Blumen habe ich noch nie in einem Blumenladen nicht gesehen. Das müssen wir uns jetzt angucken. Schade, dass der Himmel grau ist, aber macht nichts, die Blumen werden schon trotzdem schön sein. Mal nachgelesen, weil mich das jetzt interessiert hat. Das ist ein Wettbewerb, der 1959 ins Leben gerufen wurde vom Land, damit die Gemeinden dazu angeregt werden, die Ortschaften schön zu gestalten, damit sich die Einwohner und die Touristen wohlfühlen. Also ich würde sagen, das hat hier auf jeden Fall geklappt. Hat geklappt. Super gelungen, ja. Absolut. Das gibt dann als Preis also die Auszeichnung mit 1 bis 4 Blumen und die goldene Blume ist dann die höchste Auszeichnung und die höchste Anerkennung, die man bekommen kann. Wieder was Tolles, was Frankreich hat. Die haben ja schon die wunderschönsten Dörfer, die sie immer auszeichnen und wählen und jetzt auch das noch. Toll. Kann so einfach sein. So, natürlich haben auch wir diese wunderhübschen Aufkleber auf dem Auto, die ja Pflicht sind in Frankreich, wenn du ein Fahrzeug über 3,5 Tonnen fährst. Ja, ja. Also, weiß nicht, ob sie was helfen. Ich hoffe, sie helfen was. Gut. Also wir haben die gekauft, 12 Stück bei Amazon für kleines Geld. Wenn wir hier zurück sind, mache ich sie wieder ab. Und ja, dann das nächste Mal, dann kleben wir sie wieder drauf, wenn wir sie brauchen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kriege jedes Mal einen Schreck, wenn ich an Greta vorbeilaufe und sehe das. Ja. Ich hoffe, die hält durch. Ja? Wenn die das irgendwo sieht, wenn sie sich mal irgendwo spiegelt, wie sie aussieht, dann hat sie gleich einen Motorschaden verschreckt. Nein, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So, Freunde, wir kommen langsam zum Ende dieser Leni und Toni Folge, Woche, überhaupt, keine Ahnung. Geburtstagssendung. Geburtstagssendung, alles Mögliche, alles. Wir haben extra versucht, diese Woche ein bisschen mehr, dass es um Wasser geht und nicht so viel um Wein, weil ne, letzte Woche war ja schon genug Wein, haben wir uns gedacht, Wasser wäre diese Woche mal ganz angebracht. Naja, mal gucken, was nächste Woche passiert. Ja, genau. Auf jeden Fall gibt es noch zu sagen, denkt an das Herzstück, an das letzte, der schöne Knaus. Genau, ich verlinke euch das nochmal hier, der ist noch zu haben. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, einfach nochmal angucken. Bei schlechtem Wetter, das ist eine gute Stunde lang, habt ihr einen schönen Zeitvertreib für am Wochenende. Ja, zum Beispiel. Ansonsten? Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns alle zahlreich versammelt wieder zu unserem neuen Video. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, genießt das Wochenende und tschüss. Tschüss.